Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Sims 4, wo mein kleiner Dawson im Moment noch ein bisschen angepisst ist. Mir fällt gerade auf, dadurch, dass wir ja langes Altern, also beziehungsweise langsames Altern haben bei unseren Sims. Guck mal, ich werde in 28 Tagen, werde ich erwachsen. Dawson wird in, ja, sage und schreibe, 52 Tagen erst ein Teenager. Da denkt man doch gleich, oh, verdammte Hacke, ey. So, guck mal, Kanal. Du bist doch ein... Such mal, guck mal einen Action-Kanal einfach. So, gleich sollte meine Frau heimkommen. Und wir sollten... auch unsere Tochter mal älter werden lassen. Und Jasmin sieht aus wie ihre Mutter. Kreatives so Wunderkind Senkrechtstarter. Boah, ja, es wird einfach so ein oh, wie soll man sagen? Einfach so jemand, den man nicht mag. Und wie die Mutter wird die keine Kunstliebhaberin. Kein Genie, nicht düster, nicht faul. Musikliebhaberin. Wir machen aus der einfach einen Bücherwurm. So, Senkrechtstarter und Bücherwurm. Und wir können mal gucken. Sieht wirklich ein bisschen aus wie die Mutter. Und das erste, was sie macht, ist auch Essen. Weil größer werden kostet natürlich auch Nahrung. Kostet auch natürlich Energie. Was dazu noch jetzt kommt, dass wir das Kinderzimmer von ihr natürlich auch anpassen müssen. So. Komm, man könnte 1000 Kinder zeugen, dann kriegt man immer 150 Simoleon für die einzelnen für die einzelnen Babywagen. So, das ist alles Babykram hier, weg damit. Ach, eine eigene Tür hat sie ja schon. Braucht sie deswegen schon mal nicht. Kriegt ihr einmal hier die ganz schlimme Tapete. Boah, und ein Einhornteppich. Den Mülleimer braucht die auch nicht. Ich überlege gerade. Ach, da hat sie noch das... das Kinderding. Ich weiß nicht, wie ich es gerade nennen soll. Ach, ich weiß nicht, wie es heißt. Krieg ich gerade nicht in den Kopf rein. Aber das ist das Gleiche, was wir schon hatten, ne? Macht nichts. So, kriegt die das da an die Seite. Dann hat die ja auch noch einen Schreibtisch. Den setzen wir genau vor dem Blick nach draußen, damit die nämlich während die Hausaufgaben macht, immer rausgucken kann. Sich fragen kann, warum andere Kinder spielen dürfen und sie nicht. Dann kriegt die hier noch diese Peniskürbislampe. Sieht aus wie eine Pilzlampe. Bam, 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 badam. Und du kriegst eine Spielkiste, nicht so wie dein Bruder. Der darf sowas mich nicht haben. Eine sinnlose, riesige Puppe. Und ein viktorianisches Puppenhaus. Na, das scheint's nicht zu kriegen, weil es kostet einfach zu viel. Karriere und Verschiedenes draußen. Alle? Nein. Da müssen wir mal gucken, was kann man denn für Kreativität bei Kinderzimmer hinkriegen? Kinderkreativität. Kindergeige. Wunderkindgeige. Kreativ. Kunsttisch. Musst du damit spielen?
Pah, Elefanten. Genau, der kriegt hier erstmal so ein Teenager-Idol. Nein. Er ist ein Junge, er mag Dinosaurier. Aber nicht solche. Theatralisches Kochposter. Mhm. Flotter Otter Poster. Genau, nichts drückt die heimische frisch zusammen. Moment. Was steht da? Nichts drückt so viel heimische Freude aus wie frisch zusammengelegte Wäsche. Lass ein paar Stapel davon herumliegen und dich für deinen Fleiß loben. Guck mal, da ein Parfüm. Kann ich nirgendwo hinstellen. Kann der Junge im Regal haben. Rucksack ohne Ruck und ohne Rücken. Guck, sieht fast aus, als wenn hier wirklich Menschen leben. Was haben wir noch? Messerblock für Profis, das ist ja auch nur Umgebungskram, ne? Können wir mal so dahin stellen und dann gibt es hier auch noch das Gewürzregal Würze des Lebens. Ach, an sich brauchen wir hier keine Umgebung mehr. Denen geht's allen gut hier. Ich hoffe, die Kinder verstehen sich auch. Eine Rothaarige und eine Blonde, ey. Ein Rothaariger und eine Blonde. So wollte ich sagen. Jetzt mache ich schon meinen armen Jungen zur Frau. Oh, ich bin so ein richtiger Papi. Ha, und meine Frau wird auch erstmal befördert. Befördert zur Schmiererin von Wasserfarben. Kim wurde befördert und ist jetzt Schmiererin von Wasserfarben. Sie verdient jetzt 13 Millionen mehr. Und hat, ja, darf natürlich auch direkt morgen wieder arbeiten. Hat gerade natürlich null Spaß, aber ein bisschen Hunger. Genau, nimm einfach mal ein paar Kekse. So, mein Kind ist schon total im Eimer. Wow, Poma! Steve, Mirbanagush, Luanza, Enzinook, Kasana, Yabanobujing, Wuji, Parfase Schwoz. Doss kann jetzt auf sprechendes Spielzeug drücken, um damit es redet. So lernt Dawson. Genau, mit Pascal plaudern. Nicht mit seinem Vater plaudern, sondern einfach nur mit Pascal. Ich glaube, unser größtes Problem wird am Ende sein. Slefenaj Lamina. Was macht sie? Sie geht an den Computer? Nein, pfui. Geh mal bitte auf Toilette, dann gehst du kurz duschen. Wann müssen die zur Schule um 8 Uhr? Das kollidiert eigentlich mit keiner Uhrzeit. Die ich sonst noch so habe. Beziehungsweise von den anderen, von den Berufen.
Schön, Pascal. Hast du dir wieder einen schönen leeren Teller rausgeholt? Hauptsache es schmeckt, ne? Wie sieht das jetzt bei dir aus? 6 großartige Fänge noch machen. Dann geh doch mal eben deine Blase entleeren. Und danach geh noch angeln. Kannst du ja die ganze Nacht machen, glaube ich. Fast. 18.15 Uhr, morgen musst du um 9 Uhr. Sagen wir mal, bis 3 Uhr kannst du noch so angeln gehen. Da macht Pascal einfach ein Nickerchen. Der soll lieber kochen. So, und ich muss mich 8 perfekte Gerichte herstellen. So, Pascal ist schon schlafen gegangen, seine Energie war am Ende. Die junge Dame hier ist noch nicht durch. Genau, mach mal einfach hier deine Hausaufgaben, wo der Pascal gerade schläft. Privatsphäre gestört. Yipsi. Schön, dass Kim auch mal was fängt. Vor allem, ich bin sofort inspiriert. Da haben wir das erste ausgezeichnete Gericht gekocht. Bom, 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 bom. Dann macht die weiße Torte mal. Mein, unser Kühlschrank explodiert einfach vor Nahrung. Was ist das? Ach, mit jemandem über Träume sprechen. Zimpedia durchsuchen, Thunfischauflauf zubereiten. Ah, Kim hat einen guten Fang gemacht. Aber keinen großartigen. Sollte sie nicht auf Toilette gehen, kurz bevor sie los ist? Sag nicht, dass sie schon wieder schwanger ist. So, 2 von 8. Ist der Kühlschrank eigentlich irgendwann mal voll? Fragen über Fragen, oder? So, er schläft gerade noch. Wie sieht es aus? So, Jasmin hat die Hausaufgaben für heute beendet. Das hat Pascal natürlich nicht gemacht. Jetzt kann aber Jasmin mal eben in ihr Zimmer gehen und einfach etwas lesen. Mit Dawson rumalbern. Dawson schläft aber. Wie ein ganz großer schon. Nee, kleiner Junge. So, weg da. Jetzt kann ich nur ein Gericht machen, dann bin ich aber auch am Ende, dann muss ich auch mal pennen. Fünf Schachspiele spielen, 3 Stunden von einem Erwachsenen vorlesen lassen. Ach du Kacke. Belebende Dusche. Ach, ich fucke gleich die Bude ab. Wie spät haben wir? 10 Uhr. Sollten die Kinder schon schlafen? Aber langsam wird sie ja auch müde. Jetzt ist natürlich die Frage. Schachspiel. Ja, jetzt kommt der Pascal da hoch.
Die Gitarre werden wir eh nie benutzen. Der Schachmeister. Steampunk Flugobjekt. Raumfahrttechnikfähigkeit. Leben unter dem Mikroskop. Gartenobservatorium. Da würde ich sagen, mal ganz doofe Farben. Ziehen wir den mal eins zurück. Dann holen wir uns noch Stühle. Nicht Aktivitäten und Fähigkeiten, Komfort. Esszimmerstühle, Schreibtischstühle, Blödsinn. Wohnzimmersessel, auch Blödsinn, braucht kein Mensch die Dinger. Passen die gut dazu? Mal eben auf. Sieht aus wie so Indoor-Stühle, so Outdoor-Stühle. So meine ich. Ich glaube, es sollte farbenmäßig sogar passen. Ansonsten egal, sie waren teuer. Ach, das erste Tochter-Vater-Gespräch. Kababanga. Kennst du ein Königreich für ein Lama? Da wird ein König in ein Lama verwandelt. Und das will dann ein Schwimmbad aufbauen auf einer Bergkuppe. Steve, Steve, Mirbanagush, Luanza. Pimpis, Miploy, Bajelja, Drovoy no Wangle, Yala, Ina, Enda. Tut mir leid. Zeit zu schlafen. So, schläft die Kleine auch schon. Pascal schläft auch schon. Der Einzige, der noch unterwegs ist, ist Kim. Kim platzt aber gleich die Blase. Komm, Kim. Heute machst du eh keinen guten Fang mehr. Mit Köder angeln. Lass gut sein. Renn mal lieber in die Bude. Geh mal eben auf Klo. Nicht sich bewundern. Was haben wir hier? Doch, sich selbst im Spiegel bewundern. Ja, okay, dann ab hoch. Schön. Spiel stürzt ab.